Hallo Freunde und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wie ihr es wahrscheinlich schon im Titel entnommen habt, Gott, meine Stimme, gibt es heute wieder ein kleines Review-Video zu den Produkten von Bilou. Und zwar habe ich hier einmal den Duschschaum Sunny Vibes. Der hat mir richtig gut gefallen. Der duftet nach... Ich guck mal halt gerade. Ach, der steht hier gar nicht. Das ist auch gut. Ja, ich weiß gar nicht, wonach der... Der hat einfach irgendwie so... Ja, gut geduftet. Keine Ahnung, das ist ja jetzt richtig der Fehl. Naja, egal. Dann habe ich noch einen zweiten Duschschaum, das ist Funky Cola. Der duftet auf jeden Fall nach spritziger Cola. Und hier bei diesem Sunny Vibe steht Sommer, Sonne, Sonnenschein. Also auf jeden Fall haben mir diese beiden Duschschäume richtig gut gefallen. Und dann, passt auf, passend zu dem Duschschaum, jetzt zeige ich euch noch ein paar Kaugummis, die ich getestet habe. Diese Kaugummis mit dem Funky Cola Flavor, die haben mir richtig gut gefallen. Dann habe ich hier Tasty Donut, das fand ich nicht so gut. Dann habe ich hier noch Slushy Apple Flavor, den fand ich auch richtig mega, aber keins kommt an Funky Cola ran, das sage ich jetzt schon mal gleich. Orange Lemonade Flavor. Kann ich auch wärmstens empfehlen. Dann habe ich hier noch Lemon Cheesecake Flavor. Das fand ich war so gemischt. Also es war sehr gut zum Testen, aber ich glaube persönlich würde ich mir das nicht kaufen. Aber Tasty Donut fand ich ein bisschen schlimmer, so gesehen. Und dann habe ich noch Cherry Coco Flavor. Das fand ich beim Reinbeißen... hat es noch nach Kirsche geschmeckt. Als man ein bisschen eine ganz kurze Zeit gekaut hat, dann kam der Kokos, die Kokosnussnote extrem durch. Das fand ich nicht ganz so lecker. Genau, also das ist auch eher so, naja. Ich halte nochmal fest, diese beiden Duschschäume würde ich mir kaufen. Und, einen Moment, ich muss es kurz mal halten, diese drei Kaugummis auch auf jeden Fall. Bei diesem hier bin ich noch etwas im Zwiespalt und diese beiden hier würde ich mir definitiv nicht kaufen. Ja, Freunde, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr zu den Kaugummis von der Marke Bilou steht. Ob ihr die auch euch gekauft habt oder geschenkt bekommen habt oder einfach wie ihr die Geschmackssorten findet. Die Sorten findet. Ja, das soll es auch heute mit dem Video gewesen sein. Wenn es euch da draußen gefallen hat, dann lasst doch gerne dementsprechend eine kleine Bewertung da. Und wenn ihr ab jetzt vorausgesetzt keine weiteren Videos mehr von mir verpassen möchtet, dann dürft ihr mich zum Schluss auch noch selbstverständlich gerne kostenlos abonnieren. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag. Bleibt gesund oder werdet gesund. Und bis dann. Tschüss.